Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Liebe Kinder, liebe Schwestern und Brüder hier in der Pfarrkirche St. Lucia und draußen zu Hause an den Bildschirmen oder am PC, ich darf euch und Sie alle ganz herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst am Pfingstfest. Und ich freue mich, dass das Team von OFTV bereit war und sich angeboten hat, diesen Gottesdienst live zu übertragen. Schön, dass das heute viele Menschen mitbekommen und mit uns zusammen diese heilige Messe feiern. Heute feiern wir den Geburtstag der Kirche. Es geht raus in die Welt, hin zu den Menschen. Jesus Christus hat uns seinen Geist als Beistand verheißen, der uns auf diesem Weg zu den Menschen begleitet. So wollen wir ihn, unseren Herrn Jesus Christus, um sein Erbarmen anrufen. Herr Jesus Christus, du hast uns den Heiligen Geist gesandt. Herr, erbarme dich. Dein Geist will auch uns in dieser Welt heute erreichen und zu den Menschen führen. Christus, erbarme dich. Lass uns aus den vielen Stimmen, die uns umgeben, immer wieder die Stimme des Heiligen Geistes heraushören. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, durch das Geheimnis des heutigen Tages heiligst du deine Kirche in allen Völkern und Nationen. Erfülle die ganze Welt mit den Gaben des Heiligen Geistes. Und was deine Liebe am Anfang der Kirche gewirkt hat, das wirke sie auch heute in den Herzen aller, die an dich glauben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm darüber fährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Es erschienen ihnen Zungen, die von Feuer, die sich verteilten.
Auf jeden von ihnen ließ ich einen mitwirken, und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen einbrachte. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als ich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos vor Staunen und sagten: Seht, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Pater, Meder und Alamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asia, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Kyrene hin. Auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Wort des lebendigen Gottes. Einzigen Leib bilden. So ist es auch mit Christus.
Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einem einzigen Leib aufgenommen, Juden und Griechen, Sklaven und Freie. Und alle wurden wir mit dem einen Geist gesteckt. Wort von der Liebe. Dank sei Gott. Erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Kinder, liebe Schwestern und Brüder, hier in der St. Lucia-Kirche und zu Hause an den Bildschirmen. Können Sie sich noch an die Schulzeit erinnern? Im Sommer? Wenn es schon am Morgen heiß war? Wir haben doch alle darauf gehofft und erwartet, dass es hitzefrei gibt. Bei mehr als 27 Grad Raumtemperatur entscheidet die Schulleitung, ob Hitze frei gegeben wird. So sagt es die Vorschrift. Und wenn dann damals die vierte Stunde vorbei war und die Klingel oder der Gong dreimal ertönte, dann gab es kein Halten mehr. Jubel brauste in der Klasse auf, wir riefen vor Begeisterung durcheinander und raus, Türen auf, aus dem Klassensaal raus, ins Freie, an die frische Luft.
Könnte es nicht damals in Jerusalem ähnlich gewesen sein? Am 50. Tag, dem Pfingsttag nach Ostern, an dem der Heilige Geist auf die betende und wartende Gemeinde herabkam? Ja, es war wirklich ein Tag des Aufbruchs. Heraus aus der Enge dieses Obergemachs in Jerusalem und hinaus zu den Menschen, die auf das Evangelium warten. Freudentaumel, grenzenlose Begeisterung. Eine bis dahin noch nie erlebte Kraft hatte die Menschen damals ergriffen und voll und ganz erfüllt. Und ich muss ehrlich gestehen, wenn ich mir das so vorstelle, werde ich schon ein bisschen neidisch und auch traurig zugleich, wenn ich sehe, was aus dieser Begeisterung von damals heute geworden ist. Ich frage mich mit den Zeilen des bekannten Liedes von Marlene Dietrich. Sag mir, wo die Stürme sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Stürme sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Stürme sind, es ist nur noch ein lauer Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sagt mir, wo die Feuer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Feuer sind, was ist geschehen? Sagt mir, wo die Feuer sind, Enttäuschung löschen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Ja, wo ist der Heilige Geist, der in Sturmesbraus und Feuerzungen auf die Menschen herabkam? Haben wir in dieser Zeit nicht eher den Eindruck, dass der Heilige Geist zusammengeschrumpft ist auf ein kleines Flämmchen oder gar einen glimmenden Docht? Und dass aus dem Sturmesbraus ein Windhauch geworden ist? Sollten wir uns da nicht besser hinter die schützenden Mauern zurückziehen, resigniert, enttäuscht? Liebe Schwestern und Brüder, ich glaube, das wäre der falsche Weg. Denn ich bin mir sicher, dass der Heilige Geist auch hier und heute wirkt, in seiner Kirche mit all dem, was dazugehört. Das hat uns doch Jesus fest versprochen bei seinem letzten Abendmahl. Ich zitiere Jesus: Der Heilige Geist wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist ist also die Kraft, die uns an die Worte Jesu Christi erinnert, die die Botschaft Jesu Christi wieder ins Hier und Heute hineinholt. Der Heilige Geist leiht gewissermaßen Jesus seine Stimme und teilt uns den Willen Gottes mit. Und dazu gibt es in der Heiligen Schrift unzählige Beispiele von Menschen, die diesem Geist gefolgt sind. Denken wir an den Greisen Simeon, von dem heißt es, er wird vom Heiligen Geist in den Tempel geführt, um Jesus in seine Arme zu nehmen und Gott zu preisen. Oder denken wir in der Apostelgeschichte, wo es heißt, und der Geist sagte zu Philippus, geh und folge diesem Wagen. Und dann kam es zur Begegnung zwischen Philippus und dem Äthiopier, der dann nach dieser Begegnung von Philippus getauft wurde. Der Heilige Geist ist überall und immer am Werk, bis heute.
In jeder heiligen Messe betet der Priester: Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Der Heilige Geist ist doch da. Der Heilige Geist, der heiligt. Und das heißt, er führt uns in eine lebendige Verbindung zu Gott. Der Heilige Geist wirkt auch heilend. Er ist Balsam für die Wunden, die uns zugefügt werden durch Menschen und durch das Leben. Der Heilige Geist ist aber auch die Kraft, die wandelt und verwandelt, die Neues schafft und das jeden Tag. Das klingt doch eigentlich gut und bei allem ermutigend, aber es ist nicht so leicht umzusetzen. Und das hängt meiner Meinung nach mit zwei grundlegenden Fragen zusammen. Nämlich der ersten: Wie wirkt der Heilige Geist? Und die zweite Frage: Wie deuten wir das Wirken des Heiligen Geistes? Der Heilige Geist, der weht, wo und wie er will. Und das kann heftig sein wie der Sturm, von dem wir gehört haben, der die Menschen am Pfingsttag ergreift. Das kann aber auch ganz behutsam sein, wie der Hauch Jesu Christi, mit dem er die Jünger anhaucht und sagt: Empfangt den Heiligen Geist. Das heißt, das Wirken des Geistes hat eine riesen Spannbreite vom Sturm bis zum sanften Hauch. Und je behutsamer der Heilige Geist zu uns spricht, desto leichter ist es, seine Stimme zu überhören. Wir müssen uns deshalb mit der Sprache des Heiligen Geistes vertraut machen. Und das geschieht hauptsächlich in der Stille, im betenden Fragen: Heiliger Geist, was soll ich tun? Heiliger Geist, was ist der nächste Schritt? Und diese Frage betrifft nicht nur jede und jeden von uns, sondern in besonderer Weise auch die Kirche als Gemeinschaft, die ja aus dem Wirken des Heiligen Geistes hervorgegangen ist. Auch wir als Kirche müssen fragen: Heiliger Geist, wie sollen die nächsten Schritte aussehen, die die Kirche gehen muss, um den Menschen heute das zu geben, was sie brauchen? Und die Antwort auf diese Frage, und das ist das Schwierige, ist keine eindeutige Antwort. Und darin besteht die Herausforderung. Die Antwort auf die Frage, was brauchen wir heute, kann auch nicht einfach diskutiert und dann abgestimmt werden. Das wäre zu einfach und wir würden dem Wirken des Heiligen Geistes nicht gerecht. Vielmehr ging es darum, noch einmal zu schauen, wie wir die Stimme des Heiligen Geistes aus all den Stimmen heraushören können. Und da gibt es zwei wichtige Anregungen. Allein die Stimme, die sich auf ein bestimmtes Verhalten oder auf eine konkrete Weisung Jesu zurückführen lässt, ist die Stimme des Heiligen Geistes, weil er uns immer in Verbindung bringen will mit Jesus. Und die zweite Anregung: Der Heilige Geist ruft immer dahin, wo man letztlich Trost, Freude, Zuversicht und Hoffnung findet. Das kann auch mal sein, dass es zwischendrin schwer wird, aber im Letzten führt uns der Heilige Geist dahin, wo Freude, Trost, Hoffnung und Zuversicht herrscht. Liebe Schwestern und Brüder, nehmen wir das Pfingstfest zum Anlass, wieder neu auf die Stimme des Geistes zu hören. Lassen wir uns von ihm ergreifen und leiten, damit wir auf dem Weg bleiben, den der Herr heute
mit uns gehen will. Amen. So lasst uns miteinander unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir bitten dich, erhöre uns. Komm, Heiliger Geist der Erkenntnis und des Rates, zu den Christinnen und Christen aller Konfessionen und zu allen, die sich einsetzen für Gerechtigkeit und Frieden. Komm, Heiliger Geist. Wir bitten dich, erhöre uns. Komm, Heiliger Geist, zu den Christgläubigen in unserem Land, zu den Begeisterten und den Enttäuschten, und zu allen, die über Wege der Kirche in die Zukunft beraten. Komm, Heiliger Geist. Wir bitten dich, erhöre uns. Komm, Heiliger Geist der Einsicht und der Weisheit, zu den vielen, die gegen andere hetzen und sie bedrohen, aber auch zu allen, die Verantwortung übernehmen für die Schöpfung. Komm, Heiliger Geist. Wir bitten dich, erhöre uns. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft zu den an Corona Erkrankten, zu denen, die in Medizin und Pflege stark gefordert sind, zu den Kindern und Jugendlichen, die unter der Pandemie sehr leiden. Komm, Heiliger Geist. Wir bitten dich, erhöre uns. Komm, Heiliger Geist, mit deinem Frieden und mit deinem Trost für alle, die um einen lieben Menschen trauern. Komm, Heiliger Geist. Wir bitten dich, erhöre uns. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen und allen Menschen das Feuer deiner Liebe. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Thank you.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, erfülle die Verheißung deines Sohnes. Sende uns deinen Geist, damit er uns in die volle Wahrheit einführt und uns das Geheimnis dieses Opfers immer mehr erschließt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken und diesen Tag in festlicher Freude zu feiern. Denn heute hast du das österliche Heilswerk vollendet. Heute hast du den Heiligen Geist gesandt, über alle, die du mit Christus auferweckt und zu deinen Kindern berufen hast. Am Pfingsttag erfüllst du deine Kirche mit Leben. Dein Geist schenkt allen Völkern die Erkenntnis des lebendigen Gottes und vereint die vielen Sprachen im Bekenntnis des einen Glaubens. Darum preisen dich alle Völker auf dem Erdenrund in österlicher Freude. Darum rühmen dich die himmlischen Kräfte und die Mächte der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das hohe Pfingstfest, an dem der Heilige Geist in Feuerzungen auf die Jünger herabkam. Und wir bitten dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch,
dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Memoris igitur mortis et resurrectionis eius tibi Domine, panem vita et calicem salutis offerimus, gratias agentes quia nos dignus habuisti, astare coram te et tibi ministrare. Et supplices deprecamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritus Sancto congregemur in unum. Recordare, Domine, Ecclesiae tua toto orbe diffusa, ut eam in caritate perficias, una cum Papa nostro Francesco, et Episcopo nostro Petro, et universo clero. Remember our brothers and sisters who have gone to their rest in the hope of rising again. Bring them and all the departed into the light of your presence, where they see you from face to face. Father, have mercy on us all. Make us worthy to share eternal life with Mary, the Virgin Mother of God, with the Apostles, with Saint Lucia, and with all the saints who have done your will throughout the ages. May we praise you in union with them and give you glory through your Son, Jesus Christ. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. So lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Herr Jesus Christus hat den Heiligen Geist gesandt, damit er die Kirche aus allen Völkern in Einheit und Liebe zusammenfüge. Deshalb bitten wir: Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt,
gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten Gottes große Taten. Halleluja. Der Leib Christi.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, du hast deine Kirche mit himmlischen Gaben beschenkt. Erhalte ihr deine Gnade, damit die Kraft aus der Höhe der Heilige Geist in ihr weiterwirkt und die geistliche Speise sie nährt, bis zur Vollendung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte kurz noch hinweisen auf die Pfingstvesper heute Abend um 18 Uhr in St. Markus für alle vier Mühlheimer Pfarrgemeinden. Und morgen am Pfingstmontag ist hier in St. Lucia um 10 Uhr Heilige Messe. Ich darf noch hinweisen auf das Fronleichnamsfest. Leider kann dann das damit verbundene Pfarrfest in diesem Jahr so nicht stattfinden. Dafür gibt es ein Pfarrfest to go und da liegen vorne noch Flyer aus zum Mitnehmen, wo das alles draufsteht, wie es funktioniert. Und wir wollen in der kommenden Woche eine Infoveranstaltung machen zum pastoralen Weg am Ende des Gottesdienstes, sodass die Leute, die schon im Gottesdienst sind, einfach mal erfahren, wo wir momentan stehen und wie die nächsten Schritte sind. Am Ende dieses Gottesdienstes möchte ich ein herzliches Dankeschön sagen, alle, die bei diesem Gottesdienst mitgewirkt haben. Frau Marianne Witschisk als Sopranistin, herzlichen Dank. Frau Elena Roth an der Orgel, die Schola unseres Kirchenchores, Dominik Rollmann, Doris Pickert und Antonie Wulff-Mehlich, dem Lektor Niklas Krohn, den beiden Messdienerinnen und allen, die ihren Teil dazu beigetragen haben. Herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes Pfingstfest, dass wir uns von diesem Geist neu ergreifen lassen und der Welt Zeugnis davon geben, dass auch Kirche heute noch aktuell ist und ihren festen Platz hat in unserer Gesellschaft. Dazu bitten wir um Gottes Segen. Der Herr sei mit euch. Es segne und begleite euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Halleluja, Halleluja.